Finale, oh, Finale, oh. Socke gegen Naniwa, das Protoss vs. Protoss Finale der Black Dragon League. Ein Best of 5 und die erste Map ist Metalopolis. Wir haben Socke aka Ken und Naniwa aka Barbie auf den Spawnpositionen 12 und 3. Die beiden haben sich für die netten Farben Babyblau und Rosa entschieden. Das ist die Barbie und Ken Variante. Von daher nehmt es mir nicht krumm, wenn ich ab und zu mal die Namen ein bisschen durcheinander schmeiße, weil das verwirrt mich einfach. Das ist diese homoerotische Farbgebung, die mich immer wieder aus dem Takt bringt. Jedenfalls ist das ein Mirror-Matchup, das natürlich richtig viel Potenzial hat. Wobei man einfach auch sagen muss, dass Naniwa im Protoss-Mirror eine Bank ist. Die beiden sind in der Vergangenheit schon öfter mal aufeinander getroffen, wie ihr natürlich auch wisst. Es gab da immer wieder mal nette Spiele zwischen den beiden Jungs und Naniwa hat einfach ein wahnsinnig gutes PvP. Es gab 21 Begegnungen zwischen Socke und Naniwa. Und Naniwa, der Schwede, er hat sage und schreibe 16 davon, also fast 76% davon, für sich entscheiden können, was einfach schon mal eine Bank ist. In der Black Dragon League selbst sind die beiden auch aufeinander getroffen. Dort konnte sich Naniwa mit einem 2:0 durchsetzen. Und kurioserweise hat er da Terran gespielt. Das war nach seiner Niederlage in der TSL gegen Thor Zane. Und er hat sich dann entschieden, in den Spielen gegen Socke auf Terran zurückzugreifen. Hat mit guten Timing-Pushes Socke tatsächlich mit 2:0 besiegt, obwohl er nicht seine Main Race, sondern eben Terran gespielt hat. Das mal als kleine Seitenanekdote. Wir sind auf Close Air Positions hier auf Metalopolis. Wir sehen jetzt momentan gerade Naniwa am Scouten. Oben ist in der Zwischenzeit auch schon der Assimilator von Socke ready. Es wird Gas geholt. Das gleiche haben wir auf der anderen Seite ebenfalls. Auch da gibt es bereits Gas, das geharvestet wird bei Naniwa. Die beiden haben jetzt jeweils ein Gate. Das Protoss Mirror ist eines der fast besten Mirror Matchups, wo ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, viele Leute hassen es, finden es absolut unattraktiv. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, einfach weil die meisten Spiele durch Micro entschieden werden. Es gibt oft eine Partei, die sehr stark in die Offensive geht, während der zweite Spieler dann versucht, seine Verteidigung aufzuziehen und eben etwas eher defensiv zu spielen, um dadurch seinen eigenen Tag zum Beispiel durchzubekommen. Gerade wenn Blinkstalker ins Spiel kommen, ist das Ganze immer sehr, sehr sexy, weil wir dann sehr viel mit Blink-Micro zu sehen bekommen. Ich persönlich mag das sehr. Wir haben jetzt gerade auch schon das zweite Gas auf Seiten von Socke. Er ist mit dem Cybernetics Core ready. Gibt bei ihm jetzt hier gleich mal seine Warp Gate und währenddessen sehen wir in der Mainbase nochmal schnell von Socke eine Probe rumrennen. Die wird von dem Zealot gerade fleißig verfolgt. Der versucht irgendwie da nochmal ranzukommen. Naniwa holt sich auch sein zweites Gas, ist ebenfalls dabei, die Warp Gate Technologie noch mit durchzuboosten. Rein bei den APM-Zahlen haben wir Nani weit, weit vorne. Er ist halt hier mit der Frauenfarbe dabei und hat auch ungefähr den gleichen Anschlag. Socke ist eher gechillt unterwegs, ist momentan also hier auf seinen 116. Für ihn eigentlich sogar fast noch viel. Er ist ja eher so ein bisschen der etwas ruhigere Bruder. Momentan haben wir also den ersten Tag. Und zwar sehen wir gerade die Robotics Facility auf Seiten von Naniwa, während Socke hier mit zwei Gates jetzt weiter seine Chrono Boosts rauszieht. Haut die Chrono Boosts drauf und will es diese Stalker so schnell wie möglich mit ins Spiel bekommen. Also auch nochmal recht interessant. Gucken wir mal auf den Harvester-Count. Da haben wir 24:24. Socke baut weiter fleißig nach an der Stelle. Und wir sehen es auf der Map immer wieder nochmal ein paar Units rumrennen. Da gibt es auch an der einen oder anderen Stelle dann wieder mal einen Stalker, der versucht, eine Probe wegzujagen oder einen gegnerischen Stalker vielleicht nochmal unter Beschuss zu bekommen. Und Socke jetzt hier mit seiner ersten Sentry. Die Sentry sehen wir ebenfalls auch auf Seiten von Naniwa. Gucken kurz in die Base mit rein, was wir beim Protoss-Spieler aus Schweden so haben. Der hat zwei weitere Gates, also auf drei Gates. Und Socke momentan mit ein paar mehr Units hat hier drei Stalker und jetzt die Robotics Facility bei ihm ebenfalls im Bau, nachdem er die zwei Gates gesetzt hat. Protoss Mirror ist immer so ein bisschen so ein Gamble. Ich habe mich sehr viel mit Haso Ops und mit Socke auch drüber unterhalten, mit verschiedenen anderen Protoss-Spielern ebenfalls noch. Es ist teilweise sehr, sehr risky, was gespielt wird. Man muss viel versuchen auch zu deuten, was der Kontrahent in Spielen will. Man muss auch sehr viel raten, bis Socke dann irgendwann gesagt hat, er hat irgendwie auch überhaupt keinen Bock mehr auf diese Gegamble hin und her. Er spielt einfach irgendeinen Style straight durch. Das ist wahrscheinlich das Intelligenteste. Denn gerade die beiden deutschen Hasorps und Socke sind zwei von den Spielern, die sich immer sehr, sehr viel Gedanken darüber machen, mit welchen Openings der Gegner in so ein Spiel reinstarten könnte, wie man das Ganze dann am besten auskontert, wie man auf verschiedene Builds perfekt reagiert. Und dann kommen eben diese ganzen Mindgames zum Tragen, dass man versucht, den Kontrahenten zu verarschen, eben hier was zeigt, was man dann letzten
letzten Endes doch nicht spielt. Und immer wieder so diese kleinen Tricks. Und es war einfach relativ amüsant zu sehen, wie sich beide wirklich über Naniwa beschwert haben, weil sie meinten, dass der Typ einfach irgendwie immer den richtigen Riecher hat, dass man den einfach nicht richtig verarschen kann, dass er seinerseits allerdings problemlos in der Lage ist, plötzlich eine Build aufzuziehen, mit der man selbst gar nicht rechnet und dann eben die Nase vorne hat. Also er geht jetzt hier auf seine Expansion, ist der absolute Schreck im Mirror Match und gewinnt gerade im europäischen Bereich auch extrem viel. Wir haben für ihn jetzt den ersten Immortal bereits auf dem Feld, während jetzt bei seinem Kontrahenten, bei Ken bzw. Socke, hier die Robotics Bay gerade gebaut wird. Also er setzt hier auf Kolosse. Wir sehen jetzt doch mal ein etwas länger ausgerichtetes Game. Nicht die früher Attacken, die wir uns erhofft hatten. Aber auf Seiten Naniwas gibt es in der Zwischenzeit den Twilight Council, wo dann die Blinkstalker vielleicht doch nochmal ins Spiel mit reinkommen. Naniwa hat seinen eigenen Observer in der Main bis jetzt erstmal am Sitzen. Wir haben hinten nochmal einen von Socke. Der scoutet jetzt auch die Expansion seines Kontrahenten. Schauen wir mal, ob die ein Bild gehabt hat. Hat er. Und zieht sich dann zurück, damit sein eigener Observer nicht gekillt wird. Das Ding für Naniwa ist einfach, wenn er jetzt hier genug Stalker hat und dann Blink bereits erforscht hat, er geht übrigens direkt aufs Templar-Archive. Direkt aufs Templar-Archive, um dann hier nochmal für Archons zu sorgen. Und lässt Blink erstmal Blink sein, könnte sich später sicherlich auch noch holen, aber momentan vernachlässigt er das Ganze, geht stattdessen auf Immortals. Und das wird jetzt natürlich auch nochmal ein netter Trick, gucken wir mal. Socke setzt hier ganz, ganz stark erstmal auf seinen eigenen Immortal. Er geht nicht auf eine Echse, das heißt, er muss hier wirklich mit seinem Push, den er hier vorbereitet, dann einiges an Schaden anrichten und im Idealfall natürlich gleich mal die Expansion und damit auch den Gegner killen. Wir haben aktuell für ihn 70 Supply, schauen wir uns mal kurz die Counts an. 38 gegen 27 Army Supply, 32 zu 31 Workern sind es momentan. Noch versteckter den Kolossus, lässt ihn nicht runterwackeln, aber jetzt weiß, na, hat Naniwa das gesehen, ist gerade die Frage. Ich habe sie leider nicht mehr ins Bild bekommen. Wir haben hier hinten immer noch mal den Scout von Socke und jetzt ist hier sofort Socke nochmal da, kann am Pylon setzen. Da sieht er auf jeden Fall oben mal den Pylon seines Gegners, killt den. Kein Supply-Block bei Naniwa. Er ist noch nicht Supply-Block, baut jetzt seinerseits nochmal weitere Gateways, holt nochmal neue Pylons mit rein. Jetzt kommt die Attacke von Socke. Und das wird jetzt interessant. Da sind 3 Immortals, 4 Immortals sind dabei. Das sind viele. Das sind richtig viele. Da geht es jetzt direkt in den Fight mit rein. Von hinten ist der Kolossus hier fleißig am Feuern. Der erste Archon wird gemorpht. Der erste Archon auf dem Weg. Und jetzt wird Naniwa gerade zum Teufel geschickt. Der hat ja richtig das Problem. Der muss aufpassen. Aber Socke jetzt vor sich. Der Kolossus wird hier nicht gefinisht. Da zieht er sich zurück. Und jetzt kriegen die Immortals einfach Hit nach Hit ab. Socke rettet seinen Kolossus den Arsch. Und da geht der letzte Immortal von Naniwa. Geht down. Das sieht super aus. Das GG. Socke mit der Führung. Die Führung im Finale im Best of 5 gegen Naniwa. Super geil. Super. Socke mit dem 1:0. Game Nummer 2, Socke gegen Naniwa. Das 1:0 hat sich der Deutsche gerade gesichert. Und jetzt geht's in Runde 2. Auf Xel'Naga Caverns sind wir. Wieder mal mit der netten Farbgebung. Socke mit der hellblauen Farbe von Ken, Naniwa mit dem Rosa. Ich habe es gerade schon erwähnt, auf der letzten Map hat Ken dann Barbie mal wieder gekillt. Ich habe das früher auch mal gemacht. Einfach mal den Barbie-Puppen meiner Schwester den Kopf abgerissen. Das funktioniert super. Finde die kleine Schwester aber meist nicht sonderlich witzig. Und wenn sie so eine kleine Grube ist, dann haut sie einem halt auch mal schnell eine rein oder kratzt und beißt. Und das kann ganz schön wehtun. Also vorsichtig sein, wenn es an die Barbie-Puppen geht, Mädels. Rechts oben haben wir momentan Naniwa im Bilde. Und es geht hier natürlich immer noch um einiges. Es geht um richtig viel, nämlich um Tausende von US-Dollar. Der erste Platz räumt dicke 3000 ab. Für den zweiten stehen dann immerhin nochmal 2000 an. Also die haben schon einiges gewonnen, die zwei, die wir hier jetzt gerade im Bild haben. Socke und Naniwa, der Verlierer, kann sich über 2000 US-Dollar freuen. Der Gewinner der Black Dragon League ist Season 1, hat dann ganze 3000 US-Dollar, die mit nach Hause nehmen kann. Wir sehen jetzt auf der Zwei-Spieler-Map sicherlich ein etwas anderes Play als auf der letzten Karte. Jetzt ist einer der Jungs am Laggen. Den Admin hat's erwischt. Der ist es hier gerade fleißig am Runterdroppen. Da hat er wahrscheinlich rausgetast. Wahrscheinlich hier über die Office-Leitung die Pornos am Saugen.
richtig, richtig bitter. Da geht er gleich mal auf die 42 runter. Das scheint nochmal haarig zu werden. Ich glaube, das realisiert er noch nicht so ganz. Da ist vielleicht der PC abgeschmiert. Oh, 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 oh. Runter auf die 30 Sekunden gleich. Jetzt wird hier, glaube ich, nochmal von beiden Spielern gefragt, wer das ist. Und sofort geht's ja unter die halbe Minute. Das sieht ganz, ganz böse aus. Ist da der PC vielleicht doch noch abgekratzt? Es sieht nicht so aus, ob er hier noch in der Lage ist, das Spiel irgendwie zu retten. Ich glaube, da haben wir den ersten Drop im Game. Ursadon geht runter auf die 17, auf die 16, die 15. Das sieht nicht gut aus für ihn. Die anderen Admins versuchen ihm da natürlich zu helfen, können allerdings nichts mehr ausrichten. Unter die 10 Sekunden, auf die 9, die 8, die 7. Das muss das GG sein. Die Telekom, der hat den nächsten Win davon getragen. Ursadon raus auf 0 und down, down, down. Ursadon has left the game. Mann, spannend von der ersten Minute an. Also, den Admin haben wir gleich mal rausgekegelt, für den war es ein Stückchen zu viel. Nani war jetzt erstmal rechts oben am Probe und hat natürlich den Gateway genauso im Auftrag wie sein Gegner. Und bei beiden gibt's den Assimilator. So, gescoutet wird, kleiner Umweg über den Xel'Naga Watchtower. Einfach mal kurz Hallo sagen, denn natürlich kann man auf so einer Map wie hier auch immer mal wieder ein bisschen cheesen. Es gibt ja immer wieder die nette Variante, dass man die Gates unterhalb einfach mal unten beim Gegner reinbaut. Das funktioniert problemlos und hat auf der einen oder anderen Karte auch schon für etwas kurze Spiele gesorgt. Gerade Socke ist auch keiner der Protosse, den Cheese unbekannt sind. Ich erinnere da an ein Spiel gegen Hack auf der Assembly LAN war das damals, glaube ich, als er ihn wirklich mal den Pylon in die Mainbase reinsetzt. Das hatte schon einen hohen Unterhaltungsfaktor. Momentan aber beide auf dem gleichen Supply. Gucken wir uns an, was die Chronoboosts sagen. Wir haben 28 an Energie auf dem Nexus. Da oben sind es ungefähr, ja, da sind auch knapp 30. Das passt also. Und dementsprechend das totale Mirror momentan. Das Ganze wird sich dann eventuell übers Micro später entscheiden. Und das sind immer die Sachen, wo es richtig interessant wird. Da hatten wir dann auch sehr, sehr viele Spiele. Ich kann mich an Turnier erinnern mit Socke, als er auf dem US-Server wirklich nach einem Protoss nach dem anderen bekommen hat. Und hier gemicrot hat wie ein junger Gott, trotzdem Delay, den er auf dem NA-Server hatte. Das war immer dann recht spannend. Mit Stalkern ist es schon nicht easy, wenn man so einen minimalen Delay hat. Gerade wenn man dann versucht, mit Blink zu spielen. Da muss man sich dann auch ab und zu mal eine andere Strategie überlegen oder versuchen eben, das Ganze in etwas über etwas andere Kanäle oder Wege zu lösen. Vielleicht dann doch mal eine andere Unit-Komposition zu verwenden. Jetzt allerdings erstmal das zweite Gas für Naniwa. Immer noch der Scout von Socke hat jetzt auch das Gas gerade gesehen. Wir springen mal schnell nach unten und sehen auch hier das zweite Gas für den deutschen Spieler. Der hat jetzt hier auch an der Choke direkt mal den ersten Stalker positioniert. Der ist jetzt momentan also auf der Jagd nach gegnerischen Scouts. Macht es hier ganz geschickt, wie so ein Angler. Wie so ein Angler. Einfach mal vorne hin und mal so gucken, was halt so kommt. Und währenddessen haben wir die nächsten zwei Gates. Also, Twilight Council ist da und da kommen sie eben dann auch, die Blinkstalker. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das ist genau das, worauf ich gehofft hatte. Socke hat die Taktik schon sehr, sehr oft gespielt, ist damit äußerst erfolgreich. Und die Frage ist einfach, wie gut kommt er damit dann wirklich mit rein. Sein Kontrahent macht seinerseits jetzt erstmal hier ebenfalls drei weitere Gates, ist damit auf vier, sorry, auf zwei weitere Gates, ist damit auf drei Gates und hat die Robotics im Bau. Da kann er mit dem Immortal dann natürlich gegen Stalker nochmal richtig gut rangehen. Die große Frage stellt sich ist einfach, wie gut kann Naniwa seine Choke verteidigen? Er wird hier unter anderem mit Sentries arbeiten, um Force Fields zu setzen, die gegnerische Army zu splitten. Was Socke versuchen wird, ist einerseits Pylons zu setzen, über die er nach oben einfach mal Zealots reinwarpen kann. Das ist mal der eine Punkt der Strategie. Und natürlich ebenfalls mit den Stalkern selbst über das Force Field wegblinken in die Base rein und versuchen, der gegnerische Immortal so schnell wie möglich auszuschalten, indem er den in Focus Fire mit einbezieht. Dann hat man relativ gute Chancen, das Ganze zu gewinnen. Ist allerdings eben sehr, sehr mikrolastig, auch wunderbar vom Timing abhängig. Und jetzt gibt es hier bereits Blink, das ist in der Mache. Auf der anderen Seite stehen die Immortals und jetzt sind hier die Stalker mit dabei. Socke noch ein bisschen am Chillen, am Warten. Wir werfen einen kleinen Blick auf die Reihen Supply-Zahlen. 24 zu 28, 12 zu 11 Army Supply. Läuft jetzt hier sicherheitshalber nochmal mit einem Stalker außen rum, einfach um zu gucken, dass hier kein Pylon ist. Das große Problem für ihn wäre, wenn Naniwa irgendwo hier einen Pylon sitzen hat und an seinerseits einfach mal Zealots unten rein warpt, dann hat er eben ein richtig großes Problem. Die nächste Runde wird nach unten rein gewarpt, kommt es ebenfalls noch mehr mit rein. Da kommt allerdings auch schnell der Observer. Jetzt weiß also auch Naniwa, worauf er sich hier einstellen muss und hat jetzt seinerseits da unten nochmal eine Probe mit dabei. Die wird einen Pylon setzen und dann kann er hier versuchen, auch nochmal Zealots rein zu warpen, die sich auf die Eco stürzen. Mal schauen, ob der Pylon kommt. Währenddessen sammelt sich Socke erstmal hier oben auf der reinen Unit Counts haben wir 7 Stalker, einen einzigen auf der Gegenseite, aber eben diesen Immortal. Alles steht hier oben und da ist jetzt die Frage, wie gut kommt er denn hier ran? Und unten der Pylon, da kommt er.
Da kommt der Pylon außerhalb der Sichtreichweite von Sokka. Er kann ja problemlos hochwarpen, dank dem einen Observer. Und jetzt die Frage, wie viel Schaden? Blinkt er rein, er blinkt sich rein und jetzt der Fokus auf die Immortals. Der erste ist down, der zweite, der Immortal muss down, der Immortal muss weg. Und da haut er ihn um, aber er hat auch schon einige an seinen Stalkern verloren. Der blinkt jetzt nochmal super zurück, aber das sieht nicht so wirklich rosig aus, um ganz ehrlich zu sein. Mit zwei Immortals hat hier einfach Sokka auch richtig Schaden abbekommen. Und jetzt unten immer noch dieser Pylon ist ready auf Seiten von Naniwa. Wann warpt er da Judiths rein? Jetzt geht's erstmal gegen die Stalker, gegen die Zealots, da kann er natürlich nochmal kiten, kann er mit dem Blink super arbeiten, aber sobald er dann unten Units in der Base hat, dann wird's echt eng. Jetzt gibt's hier nochmal den Go, da steht wieder die Immortal mit dabei, da gibt es den Stalkern von Sokka ein echtes Brett. Unten ist jetzt ein einziger Zealot, ist reingeworfen worden, der macht jetzt gleich Trouble. Wir sehen hier oben nochmal den Fight, der Zealot unten bis jetzt noch mit einem einzigen Kill und ein neuer dieser Fokus, der Fokus auf den gegnerischen Immortal und der ist wieder down und jetzt der nächste raus und unten wird zwischenzeitlich hier mit einem weiteren Stalk Zealot gleich mal der eine von Naniwa gekillt. Es wird ein ganz, ganz enges Ding, aber Naniwa ist hier vorne mit seiner Army. Wir haben hier momentan 5 gegen 2 Stalker, aber es sind einfach diese Zealots und nicht nur die, sondern auch eben diese Immortals und jetzt gibt es unten schon keinen Pylon mehr. Er hat keinen Pylon mehr zum Warp und das wird für ihn jetzt nicht sonderlich einfach. Unten geht es währenddessen gleich weiter, da wird die Probe gerade gekillt, soll auf den Pylon gehen, da kommen die zwei Zealots jetzt an auf Seiten vom deutschen Spieler und der läuft nochmal nach oben, umgeht das Force Field, versucht der Druck aufzubauen gegen seinen Kontrahenten. Aber jetzt steht natürlich Naniwa super da mit zwei weiteren Immortals, den dritten auf dem Wege. Und Sokka muss sich zurückziehen. Der weiß, das Ganze ist gescheitert und muss jetzt versuchen, das Spiel anders nochmal zu gestalten. Hier noch ein bisschen anders zu spielen, denn so wird er hier nicht gewinnen können. Und das weiß er jetzt natürlich selbst. Auf 4 Gates ist er momentan. Hat er noch genug Energie auf seinem Nexus und wird jetzt versuchen, die Expansion zu bauen? Nein, macht er nicht. Er geht stattdessen auf die Templar-Archives. Ich habe auch gerade auf den falschen Count geguckt. Ich war eben auf den Mineral seines Kontrahenten. Geht auf die Templar-Archives für die Archons. Wir haben bei seinem Gegenspieler jetzt weitere Immortals und wir sehen jetzt auch Blink für den Protoss aus Schweden. Hier kommt erneut Sokka mit rein, versucht es nochmal kurz, blinkt sich hier zurück, nimmt einen Stalker nochmal raus, nett gemacht. Einen Stalker raus, nett gemacht, tankt den Damage auf die Schilde weg, zieht sich hier jetzt erneut nochmal zurück. Wir müssen hier oben auf den Nagel-Caverns jetzt einfach nochmal schauen. Naniwa wird sicherlich jetzt versuchen, eine Expansion zu bauen. Nicht ganz, macht seinerseits erstmal den Druck, versucht es hier wirklich den Gold zu machen. Ich weiß nicht, ob er das hinkriegt. Ah, Sokka hat die Expansion gebaut. Wie gesagt, Barbie und Ken-Farben. Es ist immer wieder verwirrend, wenn man oben nur die Tabs sieht. Und das ist auf jeden Fall nicht gerade das Einfachste, aber egal. Die Expansion ist von Sokka in Auftrag gegeben worden. Und er holt sich währenddessen auch direkt mal seine Archons. Jetzt gibt es hier den Blink fast fertig auf Seiten von Naniwa. Der hat richtig viel Supply. Sokka ist Supply blockt. 30 Army Supply gegen 31, da unten nochmal der Fight, wieder eben der Versuch über Blink was zu retten, aber jetzt haben beide Blink und damit kann er hinterher, nimmt den Stalker raus, ein einziger Archon ist mit dabei. Ob das reicht, ist jetzt eben die Frage. Sokka kann wieder Units reinwarpen, hat mittlerweile also seinen Supply soweit erstmal sichergestellt. Allerdings da unten, ja, da wird erstmal nochmal der nächste Pylon gekillt und erneut ist Sokka Supply blockt. Erneut ist Sokka Supply blockt, seine Echse ist gleich durch, er holt nochmal einen weiteren Archon, aber ganz ernsthaft, ob er das halten kann, das ist jetzt die Frage. Also das wird jetzt echt hart. Der Archon kommt jetzt rein, macht jetzt den Go auf die gegnerischen Zealots. Jetzt der Versuch auch sofort die Immortals rauszunehmen, aber Sokka verliert hier richtig viele Units. Und der Archon fällt ebenfalls, der zweite wird gefokust, beißt ins Gras, der blaue Dunst ist weg. Das GG von Sokka, das ist das 1:1. Im zweiten Spiel. Da sind wir dabei in Game Nummer 3. Sokka gegen Naniwa. Mit dem 1:1 geht's hier ins dritte Spiel. Der Ausgleich durch den Schweden auf der zweiten Karte Xel Naga Caverns. Sokka jetzt also hier auf Shakuras Plateau wieder auf einem Level mit dem gegnerischen Protoss-Spieler. Und Protoss Mirror ist immer so ein bisschen ein Gamble, aber man muss ganz ehrlich sagen, Naniwa hat hier auf Xel Naga Caverns toll verteidigt, ist hier aus seinen Gates rein in die Produktion von Immortals, hat dann über die Immortals den netten Counter gehabt gegen die gegnerischen Blinkstalker. Was ja auch nochmal eine große Rolle gespielt hat, ist diese Probe, die tatsächlich von Naniwa an Sokkas Units vorbeigeschleust wurde und über die dann Zealots in die gegnerische Base reingeworfen wurden. Das hat jetzt zwar Sokka nicht getötet, aber auf jeden Fall ihm eben nochmal einen
einen zweiten Problemherd beschaffen, um den er sich kümmern musste, was dann eben auch zur Auswirkung hatte, dass er oben nicht seine volle Aufmerksamkeit auf seine Stalker richten konnte. Jetzt sind sie noch ein bisschen am Deutsch quatschen. Nani war offensichtlich hier gerade von TLO ein bisschen was gelernt. Keine Ahnung. Jedenfalls kommt er hier gleich mal mit dem viel Glück. Socke antwortet mit seinem Dir auch. Mal gucken, ob er das versteht oder ob er denkt, dass er jetzt hier geflamed wird. Wir haben jetzt bei 13 von beiden auch direkt mal das Gate im Bau. Und währenddessen schauen wir uns nochmal kurz die Map an. Wir sind auf Shakuras Plateau. Wir haben links unten Socke und rechts unten startet Naniwa. Mal wieder in den beiden Farben, die wir die ganze Zeit hatten. So, schauen wir einfach mal kurz, was wir hier auf den Simulator-Accounts haben. Beide holen sich jetzt erstmal das Gas und scouten hier. Jetzt, also Socke ist hier sofort mal direkt am Scouten, ob hier irgendwo ein Pylon sitzt. Das sind natürlich hier die bevorzugten Positionen, um einen Pylon zu setzen, wenn man hier schon früh mit Offgates spielen will. Macht er eigentlich ganz geschickt, dass er hier jetzt wirklich gezielt nach Cheese scoutet, um sich mal so ein Bild zu verschaffen, ob sein Kontrahent hier jetzt vielleicht mal rumcheest. Es ist gerade in dem Best of Five, ist es eigentlich sehr gut, wenn man ab und an mal einen Cheese einstreut in so ein Game. Einfach aus dem Grund, weil es natürlich hier einen Gegner sehr leicht dazu verleitet, immer Standard zu spielen, wenn man das selbst konstant macht. Und falls der Kontrahent nicht auf Cheese vorbereitet ist, dann kann man ihm damit mal ganz fix den Schneid abkaufen, sich einen Punkt im Best of Five sichern. Und selbst wenn es in die Hose gehen sollte, ist damit noch nicht alles verloren. Also man sollte immer flexibel sein, was seine Taktiken angeht und auch eben mal einen Cheese einstreuen, was ja zum Beispiel auch Spieler wie Dark Force öfter mal machen. Ich erinnere da an den Sixpool gegen Cast zum Beispiel, der ja auch für den Sieg sorgte in einem Best of Five. Also das war sehr interessant, sich das Ganze anzusehen. Und da muss man einfach immer etwas flexibel sein. Vorhin bereits im letzten Spiel angesprochen, der damalige Offgate-Push von Socke gegen Huck, der natürlich auch sehr nice war. Aber momentan beide Spieler jetzt mit einem Standard-Play haben jetzt hier direkt mal die ersten Stalker in der Produktion. Auch der Scout von Naniwa ist es in der Main-Base des Gegners angekommen. Ist es hier gerade direkt mit dabei und schaut sich an, was Socke so alles produziert. Das sind vor allem erstmal zwei Gas, was jetzt als Info nochmal mit reinkommt. Die zwei Gas auf Seiten von Naniwa sind noch nicht ganz fertig. Der Simulator ist es gerade im Bau. Bei den Reihen Warp-Gates sind sie auf einem Niveau. Da dauert es also bei beiden noch gleich lang. Wir haben hier noch 50 Energie auf dem Nexus für die Chrono Boosts. Socke hat gerade eben nochmal einen rausgeballert. Hat hier jetzt einen sowohl auf dem Gate als auch auf dem Cybernetics Core. Für ihn gibt es hier auch die Robotics Facility. Das gleiche spielt auch Nani, war beide also weiterhin mit einer identischen Build. Wenn man davon absieht, dass jetzt eben diese Sentry für den Protoss in Babyblau schon draußen ist. Haben also für ihn jetzt die Möglichkeit, etwas defensiver in das Spielchen reinzubekommen. Socke haut erstmal noch mit seiner Probe oben ab, versucht die eben noch zurückzuziehen. Und währenddessen zwei weitere Gates für ihn. Zwei weitere Gates für Socke ist von One, hat One Gate into Robo gespielt. Währenddessen sehen wir die Robotics eben auch nach dem ersten Gate bei Nani. Auch er mit zwei weiteren Gates auf dem Weg. Das heißt, beide jetzt wirklich mit der exakt gleichen Build. Die Sentry kommt ein bisschen später bei Nani war. Er hat jetzt eben auch nochmal die das Problem, dass er nicht genau weiß, ob sein Gegner wieder auf dieselbe Build geht wie im letzten Spiel, sprich Blinkstalker ins Spiel führt oder ob er vielleicht dann doch mit sowas wie dem hier ankommt, mit der Build auf die, über die Robo. Beide hier auch gleich mal mit dem Observer, haben ihn also gerade in Bau und wir sehen auf der reinen Counting Station, dass Socke dezent vorne ist, was seine Worker angeht mit einem einzigen, ansonsten sind es, was die Einheiten betrifft, alle auf einem Level. Wir haben auch bei Socke nämlich jeden Moment den Observer auf dem Feld. Schauen uns jetzt natürlich auch nochmal an, was hier so der Army Supply und der Worker Supply angeht. Da gibt es keine großen Überraschungen. Da ist er noch ein bisschen stärker jetzt vertreten, einfach weil er hier konstant weiterbaut. Und wir sehen momentan 38 gegen 38 ist Gesamtsupply. War of the Worlds wird eingeleitet. Es kommt die Robotics Bay, über die dann letzten Endes also der Krieg der Welten brechen wird, wenn die Kolossi erstmal ihren Druck aufbauen. Wir haben allerdings jetzt bei seinem Gegenspieler, beim Schweden hier direkt mal, der peppt das Ganze etwas auf. Der holt sich hier sofort mal seinen Nexus, versucht zu expandieren und baut zeitgleich hier auch gleich mal den ersten Immortal. Also geht mit einigem seiner Minerals jetzt auch schon mal eben auf den Immortal nochmal raus und auf die Echse. Die kommt bei Socke auf der anderen Seite auch. Also es ist hier wirklich noch komplett das Mirror, abgesehen von diesem Immortal, der zumindest mal für ein bisschen Variation im Spielstil der beiden sorgt. Und Socke ermöglicht seinen Colossus einen minimalen Tick früher nach draußen zu bringen. Der ist jetzt auch gerade auf dem Weg. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die reinen Unit Counts. Mehr Zealots bei Naniwa, dafür mehr Stalker eben bei Socke. Beide jetzt hier easy am Chillen.
vielen Scouten auf der Map überall mal rum, haben sowohl ihre Observer unterwegs, als auch zeitweise eben nochmal einzelne Einheiten, die versuchen, ob sie irgendwas finden. Wir sehen hier hinten eine Probe von Socke, die kann natürlich nochmal benutzt werden, um hier einen Pylon zu setzen. Da oben steht schon ein Pylon, der dann vielleicht dem Gegner nochmal die ein oder andere Unit in den Rücken der Army reinwarpen kann, falls dann Contain kommen sollte. Und Socke jetzt hier mit seiner Forge. Socke geht auf die Forge und das ist zum Beispiel auch eine der kleinen Knackpunkte, die für Socke im ESL-Finale gegen Hase, ob es sehr wichtig war, dass er eben über die Forge in der Lage war, sich upgrade-technisch etwas abzusetzen von seinem Gegner und damit so einen kleinen Vorteil in den Fights hatte. Also die Forge ist hier schon soweit ready und er wird hier sicherlich gleich die ersten Ressourcen investieren. Beide Spieler noch ohne Extended Thermal Lens, das kommt jetzt bei Naniwa gerade. Er hat es eben schon mal kurz im Auftrag gehabt und hat es dann wieder abgebrochen, um die Ressourcen anderweitig zu verwenden. Jetzt eben für ihn mit dem Chrono Boost bereits in der Robotics Bay wird es gerade erforscht. Das gleiche sehen wir jetzt auch auf Seiten von Socke, der das Plus 1 Attack Upgrade nochmal in der Forge sich holt. Und wir schauen nochmal kurz auf den Count an den Harvestern. Da ist Socke dezent vorne mit 3 Stück. Nicht wirklich spielentscheidend, allerdings vielleicht ermöglicht es ihm doch mal einen Stalker mehr mit drin zu haben, einen Kolossus mehr mit dabei. Wir haben bei beiden natürlich die 4 Gas, da hinten nochmal der Pylon gesetzt. Jetzt gibt es auch nochmal auf Seiten von Socke den nächsten Kolossus. Bei den reinen Kolossus Counts sind wir mittlerweile bei 2 gegen 2. Allerdings Nani war schon mit dem dritten in Produktion. Socke seien jetzt auch einen Auftrag gegeben, ist ein bisschen hinterher, was das Ganze angeht. Und gerade der Kolossus Count ist natürlich extrem wichtig, wenn es dann zum Fight zwischen den beiden kommt. Der wird dann nochmal richtig, richtig wichtig werden. Wer mehr Kolosse hat, ist in der Lage im Fight selbst dann besser bedient. Aber jetzt gerade die Upgrades für Socke natürlich auch nochmal richtig wichtig. Naniwa hat auf seiner Seite nämlich noch gar nichts in irgendeiner Weise, was eine Forge betrifft, zum Beispiel zu Wege gebracht, sondern verlässt sich hier einfach auf seinen Unit-Count. Aber Socke jetzt auch mit der ersten Cannon. Eine Cannon setzt er hier nach vorne hin, will sicherlich auch nochmal verhindern, dass der Gegner mit seinem Observer sich hier ein frohes Fest macht und die ganze Zeit seine Base auskundschaftet. Wir haben für den Protoss aus Schweden auch nochmal weiterhin neue Gates. 3 Stück an der Zahl werden hier gerade gebaut. Und Socke jetzt mit der zweiten Robotics Facility, während Naniwa und Socke zeitgleich ihren Twilight Council in Auftrag geben. Wir haben zusätzlich jetzt auch nochmal für den Deutschen das Plus 1 Attack Upgrade so gut wie durch. Das dauert hier nicht mehr sonderlich lange. Allerdings ist er jetzt im Supply, er ist sogar ein Stückchen voraus. Er ist mit 92 zu 89 ist er aktuell gerade voraus. Hat auch ein bisschen mehr Kohle, da machen sich die extra Harvester dann doch bezahlt. Mittlerweile ist es allerdings nur noch einer, ein zweiter kommt jetzt gerade noch hinzu. Also alles sehr, sehr verhalten zwischen den beiden. Alles sehr verhalten. Die lassen sich viel, viel Zeit. Wir haben fast den gleichen Army Supply, fast den gleichen Worker Supply. Das sind nur minimale Unterschiede, die hier momentan zu Felde tragen. Das Zweier Attack Upgrade kommt. Währenddessen holt sich Naniwa sowohl das Templar Archive für die Archons als auch direkt mal seine nächsten Tags, nämlich auf Charge. Wir haben hier hinten von Nani war einen Pylon. Was hat Socke gemacht mit seinem mit seiner Probat ebenfalls eingesetzt. Also beide haben hier jetzt Warp-In-Pylons ready. Und auf Sockes Seite nichts, was irgendwie auf Archons hindeutet. Er geht mit Double Colossus jetzt in Bau, versucht jetzt also über 2 Robos die Kolosse weiter rauszujagen. Hat seinen Twilight Council bislang noch nicht genutzt. Setzt jetzt hier weiterhin seinen Chrono Boost ein, um so schnell wie möglich das Plus 2 Attack Upgrade zu bekommen. Er hat genug Ressourcen, er ist Supply Block, könnte jetzt hier nochmal Upgrades einsetzen oder den nächsten Tekken-Auftrag geben. Die ersten Archons für Naniwa, sie kommen. Socke hat es hier in der Mitte nochmal schnell einen Zealot aufs Korn genommen, zieht sie allerdings zurück, als seine Stalker dann attackiert werden von den Kolossen. Und jetzt, Naniwa, wie gesagt, er hat Charge auf dem Wege. Socke hat seinen Twilight Council noch gar nicht genutzt. Schauen wir mal auf den reinen Colossus Count. Da sind wir bei 5 zu 6. Socke ist hier vorne und hat 2 weitere auf dem Weg. Also das kann er hier sicherlich nochmal reißen. Da hinten wird währenddessen nochmal von Naniwa ein Piling gekillt, aber Socke weiß noch nicht, dass hier unten ebenfalls nochmal einer steht. Und jetzt hat sich Naniwa langsam sicher auf den Weg gemacht. Er ist im Army Supply mit 85 gegen 70. Ist er richtig gut bedient. Da sind die ganzen Units noch nicht dafür. Socke, aber das Plus 2 Attack Upgrade ist gleich da. Das Plus 2 Attack Upgrade ist jeden Moment da. Das dauert nicht mehr lange. Und das hat er dann natürlich erstmal auf seiner Seite. Denn das wird nochmal wichtig im Fight selbst. Jetzt haben wir für ihn auch nochmal weitere Gates. Er hat hier weitere Kolosse in Produktion. Er ist mittlerweile bei 6 zu 6. Kriegt allerdings gleich diese 2. Dann hat er 8 Stück. Das ist es auch schon soweit. Also 8 Kolosse jetzt gegen 7. Na, der eine wird noch nicht ganz fertig. Das Dreier Attack Upgrade kommt ebenfalls noch. Das wird jetzt richtig eng im Fight.
Im Supply sind sie identisch, allerdings die Verteilung ist eine andere. Und jetzt kommt sie in den Fight mit rein, jetzt geht's hier gleich los. Da muss er sich zurückziehen, da kommen die Kolosse von allen Seiten. Und jetzt Socke kann dieses Upgrade einfach ausnutzen. Diese zweier Attack-Upgrades machen sich für ihn richtig bezahlt. Naniwa kassiert hier ordentlich. Und die Archons von ihm kommen nicht ins Spiel. Die Archons kommen nicht ins Spiel und Naniwa hat hier richtig federn lassen. Der hat einiges verloren, deutlich mehr als sein Kontrahent. Jetzt fällt da ihn auch mal die nächsten News auf. Seite chargen die Zealots an. Von der Seite chargen die Zealots an. Socke verliert jetzt auch nochmal einige Minuten. Seine eigenen Kolossus müssen ebenfalls dran glauben. Die Archons ziehen sich hier nochmal zurück. Oh. Jetzt nochmal ein Blick auf den Army Supply. Socke ist vorne. Er ist vorne im Army und im reinen Worker Supply. Also weitere Kolosse für ihn. Naniwa setzt auf Archons. Er setzt hier gerade auf weitere Archons. Zwei Stück hat er schon. 10 Harvester mehr für Socke. Da kann er jetzt über die Eco vielleicht nochmal kommen. Da geht's nochmal Naniwas Observer an den Kragen. Wenn er Glück hat, da kommt er nicht ganz ran. Und währenddessen nehmen wir hier hinten von Socke ebenfalls nochmal ein. Er weiß noch nichts vom gegnerischen Warp-In-Pylon. Sollte jetzt in der Zwischenzeit allerdings Lunte gerochen haben durch die Zealots, die ihn hier geflankt haben. Und währenddessen schauen wir nochmal in die Bases. 3 Attack Upgrade. Es ist bald durch. Es fehlt noch der ein oder andere Chrono Boost. Er hat momentan nicht genug Energie. Vielleicht hier unten. Na, da wird es aber auch bald soweit sein. Und jetzt kommt Naniwa rein. Naniwa kommt hier nochmal rein, hat in der Zwischenzeit seine gesamten Archons mit dabei. Und Socke jetzt mit einem schönen Split. Aber reicht es, um die gegnerischen Kolosse auszuschalten. Socke droppt im Supply runter, hat Probleme mit seinen eigenen Kolossen. Kann er hier Naniwa nochmal den einen rauskillen? Es sieht ja fast dann noch aus. Zwei sind so richtig down. Meine Hand, kill das Ding endlich. Der eine fällt, aber da kommt jetzt Naniwa nach mit allem, was er hat. Der ist im Supply erneut vorne. Socke mit Problemen, verliert seine Economy an die Zealots seines Kontrahenten. Und jetzt einfach der Colossus-Count deutlich besser für Naniwa. Das sieht so aus, als ob der Schwede das zweite Game holt. Der Deutsche muss hier wieder klein beigeben. Ist mittlerweile runtergedroppt auf 32 Worker. Auch beim Army Supply sieht es zappenduster aus. Da ist einfach Naniwa ein Stück zu stark. Besser reingekommen in den Fight. Die Archons haben hier nochmal den Unterschied mitgemacht. Die Zealot Line einfach dahin geschmolzen. Und Socke, sobald er hier wirklich den Count bei den Kolossen verloren hat, muss klein beigeben. Da blitzen die Melee-Units von Naniwa in seine Eco, zerschießen ihm seine Probes. Und jetzt ist einfach hier erstmal alles gegessen an der Economy. Da kann er nochmal einen gegnerischen Kolossus killen. Aber mit 40 Supply mehr ist jetzt Naniwa einfach in einer super Position. Das sieht hier deutlich zu gut aus. Ein Worker killt, Socke hat diesen Warp-In-Pylon rechts am Kartenrad nie wirklich einsetzen können. Schreibt GG und damit geht Game 3 auch an den Schweden. Das letzte Game, es könnte das letzte Spiel sein. Im Best of 5 führt Naniwa mit 2-1 und wenn er auf Tal'Darim Altar die Map für sich entscheidet, dann ist das Black Dragon League Finale vorbei und Naniwa der Sieger der ersten Saison. Aber Socke wird da natürlich etwas dagegen haben, wird versuchen hier auszugleichen und den Schweden in die 5. Map zu zwingen. Das wäre natürlich für uns gerade für den Stream auch nochmal eine super Geschichte. Aber Naniwa einfach eine Bank. Der Mann ist richtig, richtig gut, gerade im Protoss Mirror. Einer der besten auf dem europäischen Server. Wir haben ja wirklich so eine kleine Top 10 und er ist da immer wieder mit dabei in den Top 3, Top 5. Der Mann ist einfach ein Gegner, gegen den man nicht gerne spielt. Und das beweist er hier wieder. Socke lag mit 1-0 vorne in diesem Best of 3 und Naniwa holte sich die nächsten zwei Maps, den letzten Win auf Shakuras Plateau. Eindrucksvoll nach Hause geschaukelt, Socke zum Schluss sogar mit dem +3 Attack Upgrade und damit auf einem richtig guten Stand, aber es war egal, trotz einer zeitweisen Überlegenheit beim Army Supply, beim Worker Supply, hat der Deutsche sich geschlagen geben müssen, hat klein beigegeben, denn Naniwa hat sich einfach als zu stark erwiesen und den Sieg nach Hause geschaukelt. Jetzt auf Tal'Darim Altar sehen wir die 4. Map, wir sind rechts unten gerade mit Socke im Bild, erneut in Babyblau, links unten haben wir Naniwa und Socke scoutet dieses Mal gegen den Uhrzeigersinn. Bislang hat er sich eigentlich immer für den Uhrzeigersinn entschieden. Hätte er diesmal auch machen sollen, dann hätte er sofort den Gegner im Blick gehabt. Und Naniwa ist hier, was sein Scouting angeht. Na, gucken wir mal, der orientiert sich direkt nach rechts. Ein bisschen glücklicher unterwegs. Beide wieder gerade mit einer sehr, sehr Mirror.
zuschauerlastigen Bild, wie man hier oben am Produktionstab natürlich gerade wunderbar sieht. Und Socke jetzt bereits auf dem Weg nach links oben, hat hier rechts oben die Position ausgescoutet. Seinerseits jetzt direkt als Cybernetics Core im Auftrag. Und holt sich hier aufs erste Gas. Da kommen die Scouts, gleich mal der Fonani war mit dabei. Er also unterwegs jetzt, der Schwede hier mit dem Blick für die Base des deutschen Spielers. Und beide entscheiden sich hier wieder für ein Straight-Up-Game. Keiner der zwei geht jetzt hier auf irgendwelchen Cheese bislang. Also wir sehen hier keine Off-Gates oder sonst irgendwelche Spirenzchen von den Zweien. Und das wird natürlich dann auch nochmal richtig... Ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, wie gesagt, wir hatten es vorhin mal ganz kurz drüber, dass eben auf so eine Best of Five auch mal ein Cheeseplay ganz gut mit reinkommen kann. Und Naniwa ist zwar ein bestialisch starker Spieler, aber da kann man natürlich gerade auf so einer großen Map mal versuchen, ob er nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht sich selbst mal mit einbringt. Der hat nämlich bis jetzt auch noch hier noch gar nicht nach oben gescoutet. Also sieht er hier auch noch überhaupt nichts. Allein in Pilot würde natürlich schon mal Wunder wirken. Auch Socke scoutet da nicht sonderlich viel. Also die beiden lassen an der Stelle etwas zu wünschen übrig. Socke normalerweise jemand, der gerade, jetzt ist er dabei. Jetzt scoutet er erstmal die ganze Base mit seinem Stalker ab. Also genau darauf habe ich eigentlich gewartet. Das macht er normalerweise recht regelmäßig. Jetzt haben wir für ihn das zweite Gasgeräte in Produktion. Bei seinem Gegenspieler sehen wir inzwischen auch den Stalker, den ersten. Das zweite Gate ist ready und hier hinten kommt Gate Nummer 3. Währenddessen holt sich hier sofort mal Socke den Twilight Council. Wir haben hier nochmal das Pin Geyser. 20 Harvester, 20 Probes und dann hat Naniwa das Ganze gecuttet. Baut er weiter oder wird es hier wirklich nochmal ein klassisches Vorgate geben? Oh, da hinten ist das vierte Gate, sorry. Ich habe nur das eine im Bild gehabt. Das sieht nach einem klassischen Vorgate aus mit einem Probe Production Cut bei den... Ja, direkt mal bei den 20 Workern. Schauen wir mal rüber zu Socke. Da gibt es momentan Gate Nummer 2 und Gate Nummer 3. Und währenddessen ist auch der Twilight Council ready. Also das wird eine knappe Geschichte werden. Kann er hier verhindern, dass der Pylon reinkommt? Da oben sitzt er bereits. Einer ist schon am Start. Da oben steht auch gleich mal Stalker Nummer 1. Das 4-Gate gegen die 3-Gate Blink Stalker. Da kommen... Oh, DTs! DTs für Socke! Nichts flügelt Blinkstalker. Er geht auf Dark Templar. Er hat den Dark Shrine. Und so leid es mir tut, aber das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Das wird das GG sein. Und zwar direkt jetzt. Denn da kommt Naniwa angelaufen. Versucht mit einem Vorgate zu pushen. Und Socke ist nicht schnell genug. Socke ist nicht schnell genug. Das wird er nicht reißen können. Das hält er nicht. Ich würde mir es wünschen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Gucken wir uns die Units an. 4 zu 6 Stalker. Vielleicht doch. Kriegt das doch hin. Also wenn er die DTs durchbekommt, dann ist es GG. Aber ob er das wirklich hinkriegt, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Da kommen jetzt nochmal keine... Nein, da geht es jetzt hier rein. Er zieht sofort seine Probes mit rein. Aber da 39 gegen 28 Supply. Da kommt der Push von Naniwa. Und da geht zu viel down. Die Zealots machen hier einen guten Job. Nehmen auch nochmal die Probes auseinander. Da warpt er selbst noch rein. Jetzt weiß Naniwa auch, was passiert. Sieht hier den Dark Shrine. Baut sofort eine Robotics Facility. Damit er hier den Scout hat. Und währenddessen killt er die Echo seines Kontrahenten. Die Echo so gut wie down. Jetzt kommen die DTs rein. Er warpt die DTs rein. Und das Einzige, was ihm jetzt den Arsch retten könnte, wäre, wenn er rechtzeitig in der Gegnerbase ankommt. Und das kann ich mir halt einfach nicht vorstellen. Er schafft es auch nicht nochmal, in die eigene Base zu deffen. Er hat momentan nicht genug Ressourcen. Ihm fehlen 5 Minerals. 5 Minerals, um jetzt nochmal einen Dark Templar reinzuwarpen. Und da geht sein Nexus down. Er selbst kommt in der Gegnerbase an. Und da steht bereits die Robotics Facility. Da wird mit dem Pylon ein Surround zugemacht. Die kann er nicht killen. Und jetzt kommt hier einfach mal der Observer. Das war's, das war's. Da ist der Naniwa direkt mal mit dem dritten Win dabei auf der vierten Map. Gewinnt die Black Dragon League Finals. Nimmt die 3000 US-Dollar mit nach Hause. Und Socke gewinnt immerhin noch 2000. Glückwunsch an Naniwa, Glückwunsch an Socke. Starke Games, schönes Finale der Black Dragon League. Gut gespielt, vor allem natürlich von Naniwa, der sich hier mit 3 zu 1 gegen Socke durchsetzen kann.